UFC 303 ist da, es ist Fight Day und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Wir haben heute Nacht UFC 303 live ab 4 Uhr, wie immer auf The Zone, und gleichzeitig sind wir natürlich mit einer Watch Party live. Keiner muss das Event alleine gucken, ihr wisst ja, wie es ist. Deshalb springen wir auch sofort zur Fightcard von UFC 303. Ganz kurz vorab gibt es noch ein bisschen Werbung, und zwar für meinen Partner Smilodogs. Wer noch keine Sommerbekleidung hat, Leute, deckt euch ein. Mit dem Code Kampfgeist gibt es den besten Rabatt bei Smilodogs. Danke für euren tollen Support. Und kommen wir aber auch wirklich direkt zur Fightcard. Jiří Procházka vs. Alex Pereira ist das Main Event. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ein Fight ist mir da wirklich noch ans Herz gewachsen. Und zwar ist das Ian Garry gegen Michael Venom Page. Ich habe mir die Final Face-Offs nochmal angeguckt, ja, und wie die beiden, also dieser Fight ist wirklich so intensiv, so intens. Irgendwie respektieren sie sich, aber sie mögen sich trotzdem nicht. Ich meine, sie respektieren sich, aber jeder von beiden möchte gewinnen, da ist ja auch nichts Falsches dran. Boah, also so ein 50-50-Fight in meinen Augen. Ich persönlich habe Ian Garry vorne, ich denke, es ist, ne, sein Spitzname The Future, und der ist wirklich sehr gewachsen bei mir durch diese Covington-Situation. Andere denken, zum Beispiel Matze Botthoff sagt, ey, MVP gewinnt das Ganze, und zwar aufgrund seiner Erfahrung. Du hast die Nummer 7 im Welterweight gegen die Nummer 14 im Welterweight. Michael Venom Page sah nicht gut aus in seinem Fight bei Bare Knuckle FC, aber dann sah er halt gegen Kevin Holland gut aus. Und irgendeine Performance bei BKFC ist dann doch nicht ganz so relevant wie eine Performance in der UFC. Super geiler Fight. Wisst ihr, was ich bei Mayra Buenos, also eine Sache noch, ja, also wirklich, also das ist ja fast schon wirklich so, dass das heimliche, nicht das heimliche Main Event, aber das heimliche zweite Co-Main, sagen wir es mal so. Hier fand ich ganz witzig, denn Mayra Buenos Silva sagt, wisst ihr, was sie sagte auf der Pressekonferenz? Die sagte, hey, ich habe keinen Respekt für Macy Charson, ich habe keinen Disrespect für Macy Charson. Ich habe einfach keine Ahnung, wer sie ist. Und ich fand diese Aussage so gut, denn das heißt, Mayra Buenos Silva versteht es voll und ganz, wenn wir nicht über ihre Fights sprechen, einfach weil keiner weiß, wer sie ist. Ja, natürlich wissen wir, wer sie ist. Und jeder hat ihren letzten Fight angeschaut, ja? Hier gegen Raquel Pennington. Was war das denn nochmal für eine Maincard? Das war das Co-Main-Event. Januar müsste Strickland gewesen sein gegen Duplessis. Ja, jeder hat ihren Fight gesehen, wir kennen sie, aber Leute, guckt euch mal die Fights an. Buenos Silva gewinnt, sie sah ja ganz gut aus gegen Pennington, bis sie sich da verletzt hat oder was das Problem war. Smith gegen Dolice habt ihr auch schon besprochen, ich denke, Roman Dolice macht das. Und jetzt kommen wir nochmal zu Brian Ortega gegen Diego Lopez. Denn es geht hier um die Final Prediction, Leute. Und ihr wisst, was das heißt. Morgen gibt's keinen. Ich wusste, Pereira gewinnt schon immer durch schwarze Magie, wenn heute keiner reinschreibt, Pereira durch schwarze Magie. Ich sag, Diego Lopez gewinnt diesen Fight durch ein Finish. Ich find's schade, dass Ortega sein Gewicht verpasst hat und das Ganze so dargestellt wird, als ob das bewusst passiert ist. Final Face-Offs, Joe Rogan stellt jedem nochmal eine Frage und Brian Ortega bekommt die Frage, was war deine Motivation, ins Lightweight zu wechseln? Und ich dachte mir, hä, Alter, was denn los, Joe Rogan? Brian Ortegas Motivation, jetzt ins Lightweight zu wechseln, war doch einfach nur, weil er den Weightcut nicht geschafft hat. Das war doch ein Featherweight-Fight. Ja, der hätte im September im Lightweight gekämpft, aber Diego Lopez ist der hier doof dasteht. Und deshalb hoffe ich, dass er sich hier einen Finish-Win holt. Ich persönlich hoffe tatsächlich auf einen Knockout-Win für Diego Lopez. Aber mir egal wie, Diego Lopez. Hauptsache Diego Lopez, Alter, ich liebe diesen Fighter. Bei Jiří Procházka vs. Alex Pereira bin ich zwiegespalten. Ich habe die ganze Zeit im Vorfeld gesagt, dass ich denke, dass Jiří gewinnt. Und zwar, weil ich denke, dass er fitter ist. Und weil er mit weniger Wehwehchen zu kämpfen hatte, wie eben Alex Pereira. Und ich sehe das zwar immer noch so, aber ich habe ein mulmiges Gefühl durch diese ganze Magiekacke da. Also, man hat es ja auch wirklich jetzt ein bisschen übertrieben. Da erwähnt Procházka was im Nebensatz und alle, ja auch ich, machen da eine riesen Story draus. Aber irgendwann ist ja auch gut, weil die UFC, ich habe es ja gerade erzählt, Joe Rogan hat jedem nochmal eine Frage gestellt. Und Jiří Procházka bekam halt wieder so eine Frage über diese Magie und so. Und Procházkas Reaktion war auch so ein leicht angenervtes Ding. Ja, so ungefähr. Ich weiß nur nicht, was ich denken soll, wenn ich denke, jemand ist so gut,
dass ich ihm vorwerfe, schwarze Magie zu benutzen. Habt ihr schon mal jemanden in FIFA oder Warzone? Habt ihr schon mal jemanden in Warzone so rasiert, dass er euch geschrieben hat, Hacker, I reported you? Oder in LOL oder so, ja? Aber wie gut musst du denn eigentlich sein dafür? Ja, also wie hart musst du deinen Gegner rasieren, dass dein Gegner sagt, hey, du bist ein Cheater, du bist ein Hacker, du benutzt schmutzige Tricks. Ja, ist natürlich schön, wenn Jiri sagt, er ist 100% selbstbewusst und motiviert. Aber in seinen Sätzen gibt es immer dieses Aber. I'm 100% self-confident, but. Ja, ich bin 100% selbstbewusst, aber. Ja, und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob Bratz gerade in der Vorbereitung irgendwas hatte, was ihm hier nicht ganz so gut tut. Eigentlich, von den ganzen Umständen her, sehe ich Bratzka klar vorne. Ja, weniger WWchen, war besser vorbereitet. Jetzt, ja, geht fitter in diesen Fight rein. Das sind alles Dinge, die beim letzten Fight den Fight nicht ausgemacht haben. Beim letzten Fight war halt Pereira der Bessere. Aber durch diesen 10% Boost, den Bratzka jetzt hat, denke ich, gewinnt er. Wenn er denn bei seinem Kopf keinen minus 30% Boost hat, ja, also der wirft seinem Gegner Cheaten vor. Also, hä, wie denn? Benutzt der Stein in den Handschuhen? Ja, verrutscht er die Handschuhe? Nutzt der Doping? Nein, der nutzt schwarze Magie. Da gehen doch bei allem die Alarmglocken an, oder nicht? Pereira auf der anderen Seite, ja, cooler Typ, der hat gesagt, er benutzt keine schwarze Magie. Er wurde natürlich auch nochmal gefragt heute bei den Final Face-Offs. Mann. Pereira und Jamal Hill haben sich übrigens gegenübergestanden. Die haben sich sehr freundlich die Hände gegeben. Initiiert von Jamal Hill, ne, nicht von Pereira. Pereira hat ihn eigentlich so halb ignoriert, bis er ihm dann die Hand gegeben hat. Ja, geiler Fight, der im Kopf entschieden wird. Ich glaube tatsächlich, ich glaube Pereira versus Bratzka, ich glaube, der wird im Kopf entschieden. Pereira erholt sich da von einem gebrochenen Zeh, geht hier mit WWchen in den Fight, war auf Tour in Australien. Bratzka auf der anderen Seite war in einer dunklen Kammer irgendwo im Wald 3 Tage eingeschlossen. Geiler Fight, aber der Fight wird im Kopf entschieden. Ich sage, Bratzka hat ihn für sich entschieden. Ich bleibe trotzdem bei meinem Pick, ja. Ich denke, Jiří Procházka gewinnt durch Finish. Diego López gewinnt durch Finish. Roman Dulice Decision, Bueno Silva Submission und Ian Gary gewinnt durch ein Finish gegen Michael Venom Page. Und dann würde ich sagen, war das meine Final Prediction für UFC 303. Spätestens um 4 Uhr sehen wir heute Nacht live auf YouTube. Schreibt mir gerne eure Final Prediction unten rein. Was meint ihr? Denkt ihr auch, der Fight wird im Kopf entschieden? Oder denkt ihr, nee. Das hat alles gar nichts damit zu tun. Pereira gewinnt durch schwarze Magie. Schreibt mir eure Prognose unten rein. Mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn euch dieser UFC-Content gefällt. Und damit bis zum nächsten Mal.